Der Klimawandel ist da, global wie lokal. Aber was tun? Wie kann man dieses Ohnmachtsgefühl, das so viele Menschen überkommt, überwinden? Journalismus muss sich in Zeiten der Klimakrise konstruktiv verstehen. Das heißt, investigativ arbeiten ist der erste Schritt. Der zweite muss sein, Wege und Lösungen aufzuzeigen. Deswegen gehen wir von der Korrektiv Klimaredaktion in die Kommunen, veranstalten vor Ort Klimawochen, 4 Abende, ein Thema, die Klimakrise lokal, wie wir sie spüren und was wir konkret tun können. Im Rahmen dieser Veranstaltungen treten wir in den Dialog mit Experten, mit Verbänden, aber vor allem auch mit Bürgern. Daraus bilden sich Netzwerke. Parallel zu diesen Veranstaltungen recherchieren wir, arbeiten wir ganz klassisch investigativ, sammeln Daten, sammeln Fakten zusammen, damit am Ende diese Menschen, diese Bürger, die demokratisch aktiv werden wollen, die politischen Wandel anstoßen wollen, Konzepte erarbeiten können. Denn Klimaschutz beginnt in den Kommunen, bei jedem Einzelnen vor der Haustür, bei jedem von uns. Deswegen unterstützen Sie uns bei unserer Arbeit. Danke.